So, YouTube. Hallo, hallo und willkommen zurück zu Foundry. Ja, wo stehe ich denn? In unserem kleinen Wasserbassin. Es gab ein kleines Problem. Wie ihr wisst, wir haben ja die Stäbeproduktion erhöht. Aber diese kleinen Jungs kommen leider nicht mehr hinterher. Und die, die Level 2 Bergbaudrohnen können wir erst mit Leiterplatten herstellen. Okay. Das heißt, die 6 Dinger, die wir hier haben, reichen nicht. Ich müsste es also entweder erweitern. Oder, aber ich glaube, die liefern genug. Aber wir können nicht genug hochtransportieren. Wartet. Aber wartet. Das Problem können wir doch schnell beheben. Würde ich sagen. Indem wir das so machen. Hä? Nee. So. Kriegen wir dann vielleicht mehr nach oben? Weil ich sehe, das staut sich ja hier. Okay, wir haben jetzt erstmal oben ein Meer. Mal gucken, vielleicht reicht das ja schon. Aber das ist auf jeden Fall unser Bottleneck. Und Problem, nicht wahr? Weil ohne die Ressourcen wird's eng. Oh, ich habe da ganz enge Bauchschmerzen mit. Ah ja, aber okay. Das hat schon mal gereicht. Und anscheinend haben wir hier genug nachproduziert. Aber noch nicht genug Stäbe wieder draußen. Aber hier hinten fangen die Stäbe an, sich zu stauen. Das ist gut. Weil wenn die sich hier langsam stauen, ist hier genug drin. Aber ich glaube, nur weil es hier hinten voll ist jetzt, staut es sich langsam wieder. Also zur Laufzeit könnten wir also Probleme kriegen. Naja, hier ist voll geworden. Weil das voll ist, staut es sich. Sobald wir aber mit der Plattform jetzt weitermachen, kriegen wir den nächsten Hammer. Ich überlege gerade, ob ich die eher weiter nach hinten baue, weil da so viel frei ist. Die Idee war nur, dass wir von hinten mit dem Zeug hier ankommen können. Aber ich kann ja mit dem Zeug auch nach da ein Stück. Ist ja nicht ganz so sauber. Aber hier muss ich jetzt die scheiß Pflanzen nämlich sonst wegnehmen. Habe ich eigentlich nicht so eine Lust drauf. Und der Platz dahinter wäre einfach auch verschwendet. Nur weil ich ein Rohr nicht um zwei Kurven packe, ist ja auch Quatsch. Ich meine, die Pflanzen müssen eh weg. Dann müllen sie wieder unser Inventar zu mit Biomasse und anderen Scheißsachen. Und die Steine auch. Aber was soll's. Da kommen wir nicht drum herum. Was weg muss, muss. Richtig, weg. Wir könnten ein paar Leitern herstellen. Auch eine gute Sache. Dann können wir hier irgendwo hinten hochlaufen, weil wir haben gar keine Möglichkeit gerade. Ich mache einfach erstmal hier.
Eigentlich bräuchte ich eher an jeder Stelle Leitern, weil ich an jeder Stelle irgendwann mal runterfalle. Von daher. Egal. Oh, was habe ich da gemacht? Habe ich 2 zu 4 abgerissen? Jetzt habe ich 2 zu 4 angebaut. Okay, Spiel, manchmal bist du komisch. Noch eine Leiter. Okay. Ich weiß, es wird eh dazu kommen, dass ich auch hier mit der Leiter hoch muss. Dann kann ich also auch hier gleich die Leiter anbauen. Nicht? Dann haben wir links und ich hänge fest. Eine Leiter und dann ist gut. So, wir haben 2 Stoffe, die hier ankommen. Also brauchen wir ein bisschen mehr Platz. Oh, lassen wir uns so viel Platz. Und dann haben wir gesagt 12 von denen, nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Natürlich verbaue ich mich beim letzten 12. Und wir haben schon wieder, glaube ich, nicht genug Zeug. Also erstmal die nochmal. Da kann ich nochmal herstellen, da brauchen wir. Warum auf jeden Fall nochmal von denen ganz viele. Hoch runter brauche ich gar nicht mehr so viel. Und ansonsten Förderbänder, von denen kann ich auch nicht so viel herstellen. Und wir haben keine Stäbe. Ja, okay. Da muss ich also aufpassen. Ich würde sagen, dann machen wir wieder unsere Vierer-Taktik von vorhin. Sodass wir es einfach komplett gleich bauen. Und dann nur hier jeweils runtergehen. Das ist zumindest vom Bauen her am besten gewesen. Oh, ein Abstand und Merger, ein Abstand und Merger, ein Abstand und Merger, ein Abstand und ein Merger. Und dann brauchen wir ein wunderschönes Lager in der Mitte von den dreien und dreien. Also hier. Ne, muss eins weiter nach hinten oder zwei am besten. Na. Hä? Hä? Ich hab's abgerissen. Der baut's direkt danach nochmal, obwohl ich noch im Abrissmodus bin. Also manchmal ist es echt weird. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Machen wir es so. Und von hier müssen wir bis zur Forschung rüber. Das sind 300 Meter, also 1000 Förderbänder. Ich glaube, als nächstes müssen wir einfach Förderbänder, Förderbänder, Förderbänder bauen. Da kommen wir nicht drum herum. Wir können auch hier wieder mergen, nicht? Ich glaube, so viel wird gar nicht rauskommen. Und hallo Gänseblümchen! Willkommen ohne Bratwurst heute. Und dann fügen wir die hier auch zusammen. Das macht keinen Sinn sonst. Oh, dann haben wir nämlich einen Eingang gespart. Hier wird's kritisch. Weil ich die nicht zusammenfügen kann. Ja, komm, dann kriegen die halt ihren Einzelanschluss. Ist okay. Ist halt so. Könnt ihr halt hier zusammen mergen, aber dann würde es keinen Vorteil mehr bringen. Aber die anderen beiden kann ich ja mergen und dann ist gut. Okay. Warte mal. Das ist doch gerade dumm. Aber okay, wir machen erstmal den hier. Dann kommt der hier. Das heißt, hier kann der Merger hin. Run. Und was müssen wir noch machen? Natürlich wieder auf Ausgang stellen.
Ich meine, ich finde gut, dass man individuell sagen kann, wo Ein- und Ausgänge sind. Das ist zum Beispiel bei Work and Resources ein Problem. Apropos Work and Resources, aktuell läuft das Let's Play der 6. Staffel auf Google, nur für die, die es interessiert. Sehr schönes Aufbauspiel und kommt in 9 Tagen richtig raus, geht also aus den Early Access mit einem riesen Patch. Da sind wir also auch schon gespannt. Das wird dann die nächsten Monate, wenn es gut ist, hier auf jeden Fall wieder Thema sein, das Spiel. Hier sind nur 3. Und wir haben schon wieder nur noch 12 von den Dingern. Gut, dass wir die nachproduzieren gerade schon. Ah, ist auf jeden Fall sehr repetitiv gerade. Ich würde mir wünschen, dass es mehr verschiedene Fertiger gibt, die verschiedene Schwierigkeiten vielleicht auch haben. Also das macht gerade Work and Resources aus, dass die verschiedenen Fabriken verschiedene Eingänge haben, sodass nicht alles immer gleich ist. Hier hat man ja das Problem jetzt irgendwie, dass alles immer relativ gleich ist. Okay, hier muss ich mich gleich für eine Seite entscheiden. Weil die in der Mitte... Obwohl, ich kann die in der Mitte auch mittig machen, nicht? Ah, wäre eine Option. Dann mache ich den hier hin. Ja, das ist okay. Aber jetzt brauche ich... Ah, okay, hier geht es nicht auf. Weil wenn ich jetzt noch einen ranhole, dann könnte ich 75% oder 66% auf die eine Seite bringen und 33% auf die andere. Aber das ist scheiße. Es gibt ja keinen Dreierverteiler. Oh, du kriegst die Motten. Scheiße. Oh. Kann jemand gut Mathe? Wie können wir mit Zweierteilung 12 Dinger auf einen einzelnen Eingang bringen und eine gleichmäßige Verteilung hinbekommen? Oh. Weil wenn ich die beiden noch zusammenfüge... Ich meine, ich kann so tun, als ob da hinten noch einer dran wäre. Dann würde zumindest der von der Verteilung zwar mehr reingeben, aber vorne 50-50 machen. Dann würde die Seite... Na, die kriegt immer mehr, nicht? Oh, Rotz. Aber nee. Theoretisch würde es nach der links gehen bei denen. So, und bei denen ist es so. Okay. Und hier würde es dann halt... Könnte ich also noch 2 erweitern. Ohne Probleme. Das ist gut zu wissen. Was nicht gut ist... Hier fehlen, glaube ich, genau 1 oder 2 Blöcke. Wir haben aber genug Blöcke dabei. Wir haben ja eingekauft oder hergestellt. Oh, jetzt ist natürlich die Treppe. Aber dann fällt mein Winkel nicht durch die Treppe durch. Aber die Treppe hier ist scheiße jetzt. Ich muss leider weichen. Und die packen wir dann... War das jetzt okay von der Breite her? Ja, nicht? Packen wir die hier hin. Dann können wir das Loch hier nämlich stopfen. Und der Eingang kommt dann
Ich meine, da drüben ist das Ding. Einfach genau hier hin. Einmal dahin. Einmal dahin. Zack. Zack. Zonk. Hier fehlt ein Aufgang. Machen wir so. Und dann können wir das auf Output stellen. Jim, 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 jim. Und dann verteilt sich das hier schon wunderbar auf diese Teile. Und hier ist die Stelle, wo die anderen halt einfach mehr kriegen als die andere Seite. Das heißt, grundsätzlich produzieren die hier mehr. Das ist auch schon fertig. Die kriegen auch noch keinen Strom. Okay, wir brauchen also einmal Strom hier noch. Strom. Ich könnte Strom von da holen, aber eigentlich will ich mal von der Hauptleitung holen. Wäre gut, wenn wir noch hier so eine, noch eine Hauptleitung herziehen. Vielleicht von da vorne. Ja, es sind wieder Blumen im Weg. Aber so ist es halt. Tut mir leid. Auch die Gänseblümchen müssen dran glauben. Wo sind ja Kakteen? Und Steine. Okay. Auf der Höhe ist am ehesten welcher Stab verantwortlich? Der da. Okay. Ich hoffe, ich habe noch genug. 49. Anderer Baumodus. Aber mal. Ist das schräg gedacht gerade von mir? Ich stand nicht gerade bei der Auswahl. Er ist viel zu weit rechts. Also wir wollen hier ankommen. Also bist du doch der da. Bauen im Wasser ist echt eine Qual. Wo ist denn das Stäbchen jetzt? Da ist es. Weil man halt immer so leicht sinkt. Ist zwar nett gedacht, nicht? Aber ist halt auch einfach super nervig. Und einfach keine Bereicherung und auch irgendwie... Ich finde, so Spielfeature, die pseudo-realistisch sind, aber am Ende eigentlich nur nerven, warum hat man sie drin, nicht wahr? Also das ist oft so in Spielen so. Man denkt eine Sache nicht zu Ende, findet sie irgendwie cool, aber eigentlich ist sie am Ende nervig. Und dann kann sie doch einfach weg. Du bist weg. Bis später. Ich wusste gar nicht, dass du da bist. WB Normalement. Und auf Wiedersehen Normalement. Ein Running Gag. Und dann haben wir hier den Strom angeschlossen. Oh, ist ja schon 22 Uhr. Oh, oh, oh. Oh, Solarmodule haben wir. Ja, aber wir wollen ja Leiterplatten. Zack. Leiterplatten. 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 Und mit den ersten Leiterplatten können wir dann die Bergbaudrohnen verbessern, um mehr Leiterplatten herzustellen. Die Leiterplatten müssen dann nach vorne gebracht werden in die Level 4 Forschung. Aber dafür brauchen wir hier auf jeden Fall noch
ein bisschen Optionen. Wir müssen ja noch die zweite Ressource, die hier reinkommt, anbauen. Darf ich ja nicht vergessen. Das machen wir wieder so manufakturmäßig, nicht wahr? Ich liebe es, wenn es kurz speichert, während man was macht und dann hängt das UI. Dann macht das irgendwas. Weil man schon geklickt hat, weitergegangen ist und dann freest es so kurz. Okay. Dieses war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich. Ran. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch okay, wir machen erstmal die einen fertig und dann die anderen. Ich weiß, es ist ein Hin und Her. Doch, wir müssen es schaffen, bitte sehr. Oha, weg damit. So. Und jetzt nur noch ran da. Ich weiß nicht, ob die Platten 300, das wird nicht reichen, um die Platten herzuführen. Es werden genau 30 Platten fehlen, sage ich voraus. Mit denen, die wir hier noch brauchen, das wären auch nochmal 100 in etwa. Ja, 277 schon, nicht? Das geht schneller weg, als man gucken kann. Okay, die haben, hier fehlt. Am Anfang, beim ersten Mal ist es schwer, nicht? Aber wenn man das einmal gebaut hat, dann ist das und wenn man so eine Art Vorgänge hat, dann ist das schon irgendwo ganz klar. So 240 haben wir noch. Wir haben das hier ja schon zigmal gebaut. Nur nicht in dieser Form. Weil ich glaube, dass ist am effizientesten. So. Und jetzt geht es nur noch in eine Richtung, in diese Richtung. Ah, es könnte. Na, ich weiß noch nicht, ob es reichen wird. Warte mal, die Polymerplatten. Doch, die kommen wirklich von ganz vorne, nicht? Ja, da wäre die Blume im Weg. Aber wir wollen eh, falls wir das hier verlängern, nicht im Weg stehen. Auch 163. Und die anderen könnten wir ja auch theoretisch verlängern. Gehen wir einfach auf die Höhe der der Strommasten. Noch 120. Oha. Noch weiter nach vorne. Wir müssen fast bis ganz nach vorne, nicht? Auf der Höhe sind die Polymerplatten. Okay. Sind wir hier eins höher? Wir sind eins höher, nicht? Oh. Das ist gar nicht schlecht, glaube ich.
1 hoch. 97. Oh, wird meine Prediction nicht stimmen? 63, es wird reichen. Es ist unfassbärchen. ...58 haben wir noch übrig. Und... ...let's go! Polymerplatten, raus mit euch! Fließet dahin! Oh. Ich meine, die brauchen ja eh eine Weile, bis sie rausfließen. Jetzt können wir eigentlich nur noch zugucken gerade. Wir müssen warten, bis die Platten kommen. Dann müssen wir warten auf die Polymerteile, die Leiterplatten dann. Und dann haben wir heute doch richtig viel geschafft. Wir haben 1, 2, 3 Industriezweige gebaut und 1, 2 Industriezweige erweitert. Also ich glaube, damit haben wir schon ein gutes Stück vorangebracht. Dann zu morgen brauchen wir mehr von den Level 2 Förderbändern. Klong, 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 klong. Oh. Hier gibt jeder eins aus. Hier. 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 Dort. Und dort. Sehr gut. Damit sind die ersten 65 Platten da. Und damit können wir die unterirdischen Dinger erweitern. Was wir sofort in Angriff nehmen, weil jetzt, wo die Leiterplatten hergestellt werden, laufen natürlich die Produktionen auch wieder auf Hochtouren. Und dadurch, dass die laufen, werden natürlich auch die ganzen Stäbe verbraucht. Aber wenn die Erweiterungen, die wir um 125% gemacht haben, nicht reichen werden, dann sehe ich schwarz. Hier wird ausspannen. Noch kommen hier genug rein. Ah! Zuppelt noch nicht mal. Das ist gut. Wenn noch genug anliegen. Das passt auch. Man sieht halt auch nicht, dass es sich verschiebt. Nur über die Stelle. Hier würde zuerst der Engpass entstehen, nicht wahr? Oder das Leerlaufen. Weil das eine 1:1 Umsetzung bis vorne ist. Also das wird nur leerlaufen, wenn das da hinten leer läuft. Und das hier wird nur leerlaufen, wenn das hinten zu viel rauszieht. Oder hinten ganz hinten leer ist natürlich. Okay, wir kriegen Leiterplatten. Aber wir wissen, da unten gibt es Probleme. Theoretisch. Deswegen runter mit uns. Und wir gehen auf Nummer sicher. Na, sag mal. Und bauen die natürlich neu. So, Level 3. Wie viel Level 1 habe ich denn dabei? 3 oder so? Nee, ich habe die weggelegt, nicht? Ich Idiot. Ich kann natürlich 11 herstellen, weil ich 11 herstellen kann. Ja, wow. Aber ich kann auch erstmal die beiden nehmen. Kann ich nämlich 13 herstellen. Ich hoffe, der braucht dafür nicht so lange. Damit wir das schnell ersetzen können.
Wo ist es hin? Das ist noch nicht fertig. Okay, die brauchen echt lange. Ey. Wird R drücken. So, die haben hier eine Abbaurate von 40 immer. Wie kommen die nicht genug hoch? Ach ja, stimmt, das hatten wir ja verbessert, nicht? Also, die haben eine Ertragsrate von 24. Ich glaube, die beiden, wenn ich die verbessere, das reicht völlig. Ich glaube, der Turm kann gar nicht so viel hochfördern, wie wir produzieren. Das ist eher das Problem. Up and away. So, aber solange jetzt sich hier nichts tut, hier das Zeug liegt an, rutscht nach, es gibt keine Leerstände, ist alles okay. Ich glaube, es war wirklich nur der Anschluss, der gefehlt hat, um das hier sauber zu halten. Okay, Stäbe sieht erstmal sauber aus. Gucken wir mal, was ist hier? Das hält sich auch, super. Dann können wir beim Olomit mal gucken. Das läuft langsam vielleicht leer, aber das kommt immer so in Schüben rein und raus. Das heißt, da weiß ich noch nicht. Sieht jetzt noch nicht kritisch aus, nicht? Wenn da mal 75 fehlen von 25.000. Oh, Platten kommen hier noch nach. Also bis jetzt scheint's zu passen. Ich wette, im Internet gibt es auch 1000 Excel-Listen, die einem genau zeigen, was, wann, wie viel optimal ist und wie man skaliert und so. Aber das ist ja nicht unser Anspruch, nicht wahr? Zumindest nicht meiner. Warum habe ich denn Technum-Erz dabei? Okay, das will ich aber noch loswerden. Das werde ich nämlich wieder nicht überall los, außer da hinten. Dann habe ich es wieder ewig in den Taschen. Nee, danke. So, rein da. Und ach, das war, ich unten das Ding abgerissen habe, nicht? Ja, da kam das her. Okay, ich habe hier nicht so ein gutes Gefühl. Aber ich würde sagen, erstmal muss es langen, dass das hier hinten läuft. Das ist das Einzige, was mir wirklich, wo ich nicht ganz sicher bin, sind halt die Dinger. Gucken noch einmal, ob jetzt hier. Ja, jetzt fehlen gleich 100. Ich meine, ich habe eine mehr angeschlossen. Wir haben noch eine. Also wir könnten auf ganz Nummer sicher gehen. Ich komme immer auf die falsche Taste mit meinen fetten Fingern. Ah ne, wir wollten das da anschließen, nicht? 1, 2. Ah ne, der muss noch einen nach vorne. So.
Okay, das heißt, Pumpe, aber es fehlt noch Strom. Kriegst du denn eigentlich dein... Kriegst gar keinen Strom, kann das sein? Oh Mann, da ist das Problem. Die ist gar nicht angeschlossen gewesen. Egal. So, jetzt sind beide Pumpen angeschlossen. Und dann laufen die auch. Mein Gott. Okay, das heißt, das hier sollte im besten Fall sich füllen. Aber wir füllen das über ein Ding. Ich glaube, das ist das Problem, dass die Rohre nicht unendlich aufnehmen können. Eventuell auch noch das andere Problem, dass das zu lang ist und wir irgendwie eine andere Pumpe noch dazwischen bräuchten. Da fehlen mir nur so ein bisschen die Anzeigen. Das haben viele Spiele. Ich meine, es ist ja schön, dass ihr irgend so ein System habt, aber dann gebt mir doch die Möglichkeit, irgendwas anzuzeigen. Ich weiß, es gibt irgendwie ein Klempner-Tool. Vielleicht kann das das. Aber... Pff. Ja... Okay, jetzt fließt es auf jeden Fall voll. 8, 9. Das Zeug habe ich auch nicht irgendwie in der Tasche. Okay, also so 24.950, da drum schwankt das, nicht? Je nachdem, wie viel man ihn nimmt, geht es wieder hoch, runter, hoch, runter. Es kann nie ganz voll sein. Es nähert sich dem vollen Zustand an. Das heißt, jetzt kommt genug rein. Das ist gut. Aber es wird anscheinend nie ganz voll. Und ich glaube, auch hier könnte das Problem sein, dass wir alles über eins nur reinkommen lassen. Ah, ja, das bleibt, nicht? Das ist stabil. Das sieht alles stabil aus. Verdammt. Ich wollte eigentlich aufs andere Förderband. Egal, dann laufen wir außen lang. Dann bauen wir noch ein paar von den Förderbändern, solange wir können. Für morgen schon mal vor. Ich glaube, den Rest, den haben wir. Wir können wieder Sachen ablegen, Krams. Vielleicht lege ich erst Krams ab, nicht? Bevor ich Sachen baue. Sonst habe ich wieder nicht genug Platz. Und ich hätte vielleicht Stäbe mitnehmen sollen von hinten. Ich Depp. Na gut. Man kann ja nicht alles bedenken. Also kann man schon, aber ich nicht. Was macht solche Spiele auch aus? Nicht, dass man immer irgendwo was findet, wo man sagt, ah, hier, da stimmt noch was nicht. Hier muss ich noch mal ran. Hier eine Erweiterung. Dort ein kleines Ergänzungszeug. Wir können auch mit unserem kleinen Companion reden, was der so zu sagen hat. Ja, er lacht. Ich wollte dich nicht anbohren. Energiezellen und Jetpack. Nee, das greift davor. Das will ich noch nicht. So, hier. Die Samen rein. Steine rein. Und hier hinten Biomasse rein. Okay. Sehr schön. Und ich habe gemerkt, ich habe hier ein Lager. Aber ich habe hier auch ein Lager. Ich habe das Lager damals hier hingebaut. Jetzt haben wir hier zwei Lager, also quasi 6400 habt ihr hier als Vorrat für die Platten. Und hier läuft alles zusammen. Ja, und jetzt dann die vierte Ebene oben. Ich würde sagen, die Sachen, die wir dafür brauchen, produzieren wir extern.
Nicht so wie hier, wo wir in der dritten Ebene, in der zweiten Ebene die Sachen hier produzieren, weil wir sie nur hierfür brauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Das wird jetzt natürlich den Strom eventuell zum Erliegen bringen, wenn ich hier alles rausnehme. Weil ich glaube, die Kraftwerke hinten... Ja, sind jetzt am Maximum. Jetzt sind sie überlastet. Okay, also mehr als jetzt können wir eh nicht leisten. Was haben wir da noch? Glas. Fortgeschrittene Schmelze, Schotter. Schotter gibt Glas. Aber das ist kein Problem, nicht? Hier ist Schotter. Also Glas würde ich hier raus machen. Ich würde hier eine Glasproduktion hinmachen. Ich würde das Mineralgestein holen und dann hier Glas hinbauen. Oder hier. Ah, also da haben wir auf jeden Fall genug. Ich meine, hier haben wir auch Mineralgestein und Schotter, aber das ist für Beton und das geht gerade so. Das würde ich also nicht anfassen wollen. Hier ist natürlich sehr eng, aber hier wäre natürlich bombastisch, weil das Glas wird hier und dort gebraucht. Die kann ich verlängern, aber auch nicht unendlich, nicht? Also, die kann ich ja auch nur bis hier oder da verlängern, dann kommt das Ganze eh nicht mehr hinterher von diesem Vorkommen. Da müssen wir eher an eine andere Stelle noch ran. Das Problem ist das nächste Olomit. Gut, hier können wir zur Not Olomit in die Richtung noch machen, wenn irgendwo Engpass ist und hier hinten hinleiten. Oh, Xenophyrit da am Rand. Aber es ist halt hinter den Bergen. Ich meine, das ist auch alles hügelig. So eine Höhenkarte wäre echt eine coole Sache. Aber die taucht hier nicht auf. So, Förderbänder Level 35, weil wir nicht genug Stäbe dabei haben. Ich meine, die Forschung Level 4 habe ich fertig, nicht? Aber nicht die Produktion. Ha. Ein so ein Ding. Und aua, 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 aua. Ja, aber ich komme von... Ich komme da... Nein. Jawohl. Ich komme hier nicht hoch, aber ich bin da rangekommen. Warum? Achso, die sind maximal voll. Die können nur zwei Verbindungen annehmen. Deswegen sind die orange. Ich hoffe nicht, dass die überlastet sind, stromtechnisch. So, maximal 5 Megawatt. Das heißt, hier... Machen wir es mal an die Stelle. Hier würden jetzt die Olomitplatten zum Beispiel ankommen. Aber man kann echt nicht in diesen Höhen ohne doppeltes Fallgitter bauen. Und wir laufen dann irgendwo neben den Dingern da. Wenn wir runtergehen, können wir noch ein bisschen ziehen. Und jetzt runter, oder? Ich hoffe. Also wir wollen ja hoch. Also das. Nee, da würde ich an der falschen Stelle nämlich rauskommen. Am besten laufen wir... komme ich da oben rauf? Ja, hier komme ich noch rauf. Von den Dingern ausgehend.
Ich würde sagen, Olomitplatten, wir machen einen Abstand. Oder Leiterplatten, einen Abstand. Oh, shit. Dann müssen wir da oben rankommen. Ja, das ist natürlich hart. Aber ich würde sagen, das machen wir, wenn wir mehr Förderbänder haben. Weil das, die werden uns jetzt natürlich ausgehen, wenn ich diese Action hier starte. Und ich weiß auch gar nicht, auf welcher Höhe. Der müssten wir sein. Das heißt, an sich müssten wir hier schon eins hochgegangen sein. Ich glaube, an der Stelle ist das die Frage, hier hoch? Nee. Ja, das sieht besser aus. Und dann von hier nach da oben. Und wir sehen, das reicht eventuell nicht. Weil da die anderen im Weg sind. Ah, es reicht doch gerade so. Wird spaßig, wenn jetzt noch die anderen drei dazukommen. Aber wir müssen das Ding verlegen. Beziehungsweise nicht verlegen. Nee, wir müssen einfach nur das da so rambauen. Okay. Super, dann passt das ja doch. Puh, Glück gehabt. Was a knappe Kiste, wie man so schön sagt. Aber wir haben es geschafft. So, alles Weitere würde ich sagen, dann in der nächsten Folge. Und ja, ich bin gespannt, ob wir alles so hinkriegen. Leiterplatten hätten wir dann. Und dann brauchen wir halt die fortgeschrittenen Sachen. Aber für die brauchten wir ja die Leiterplatten. Mal gucken. Dann das Olomitsäurezeug und. Ja, bis dann und tschüss.